Ja, ich teste mal wieder hier auf Büffelfisch gerade hin und ja, es fängt schon gut an. Gerade erst ausgeworfen, ganz frisch und ich weiß noch gar nicht, was hier geht. Was ich aber weiß, ist, dass es halt von vielen schon die Info gab. Alden, teste doch mal hier den Büffelfisch-Spot. Zum Beispiel vom Johnny gab es da auch die Info und da habe ich jetzt gerade noch mal eben alles geguckt, was er da gemacht hat und wie er das gemacht hat. Ja, und er hat geschrieben, geht echt gut. Ja, geht echt gut. Also, direkt rein hier. Einer nach dem anderen und ich muss jetzt gleich schon zusehen, dass ich die Futtermische runternehme. Ich suche eigentlich den schwarzen Büffelfisch natürlich. Wenn, dann richtig. Ich weiß auch nicht, ob er hier ist. Ich hoffe, dass er hier ist und dass das hier funktioniert. Ganz nah am Ufer hier, nur auf 8 Meter Entfernung. Das ist ja richtig krass. Also hier kann man dann richtig gut auf Frequenz reingehen. Ich warte natürlich noch mal immer extra lang, dass die Ruten auch richtig schön runtergehen. Weißt du was, ich mache auch noch mal ein bisschen lockerer hier. So, und bisher muss ich sagen, auf die doch recht großen Haken gehen recht kleine Büffelfische rein. Aber vielleicht geht ja auch irgendwann noch ein richtig schön großer Brocken rein. Denn, ja, kleine Köder, großer Haken, da kann das durchaus passieren. Oder ich ändere gleich auch nochmal die Größen der Boilies. Ändere das mal einfach gleich noch ein bisschen ab, je nachdem, wie es gleich hier funktioniert. Bis jetzt erstmal gucken, wie so die Frequenz ist. Das sieht doch schon ganz gut aus. So, nochmal eben auswerfen. Also, was haben wir jetzt hier? 2 Minuten 6 Büffelfische. Aber kleine. Alles die kleinen. Wie gesagt, hier auch alles mit den kleinen Ködern. Und ich werfe auf 8 Meter da vorne hin. Genau auf die Spitze sozusagen. Und dann landet das quasi hier in diesem Bereich unten. Ne? Wenn die dann noch absinken, die Schnüre mit dem Clip. Und dann kann das hier gerne losgehen. Ja, in der Hoffnung auf den schwarzen Büffelfisch, wie gesagt, jetzt hier diesen guten alten Spot testen. Auch ein Spot, der immer mal wieder aktiv ist. Gucken wir gerade noch mal eben kurz rein in die wöchentlichen Rekorde. Die schwarzen Büffelfische, da sind sie, haben zweierlei Aromen, die immer wieder ganz gut gehen. Ich hatte mir das hier einfach auch abgeguckt. Also Kaviar Pellets 14 und Kaviar Boily 16. Das wäre nochmal eine andere Möglichkeit mit Krill, wobei ich jetzt die Futtermische eben auch komplett auf Kaviar gemacht habe. Also, das PVA ist komplett auf Kaviar. Und hier jetzt eben nochmal die Möglichkeit, das noch ein bisschen zu variieren. Wenn ich mir das hier angucke, mit deutlich größeren Ködern, kann man das natürlich vielleicht auch halb-halb machen. Also hier vielleicht einfach mal 18er Boilies drauf machen und die 14er lassen. Also so ein Mischmasch daraus machen. Und gucken, wie sich das verändert, ob die Frequenz noch da ist und ob die Fische dann größer werden. Oder ob es sich auf einmal gar nicht mehr lohnt. Guck mal hier, 10 Kilo auch schon. Das schmeckt doch schon hier mit dem Büffelfisch. Also gar nicht so verkehrt. Zack, direkt wieder raus. Auch hier nochmal alles so ein bisschen lockerer einstellen. Wobei ich glaube, hier die 25er Bremse ist noch ganz entspannt. Das geht auch ganz gut. Ja, wie gesagt, Frequenz läuft. Da sind jetzt ungefähr, was haben wir drin, 12-mal Futterbällchen. Mehr ist da gar nicht angefüttert. 12-mal Futterbällchen, also auf der Entfernung kann man natürlich auch einfach die Bällchenform nehmen, das Ganze anfüttern und raus damit. Futtermische ganz klassisch mit Sonnenblumenkerne, dann einfach hier auf Kaviar, schwarzer Kaviar. Und der Rest ist komplett auf Kaviar. Also 1, 2, 3, 4 mal Kaviar in 5er, 8er, 12er, 15er. Und das dann hier rein versenkt und fertig. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe natürlich das Ganze hier dann auch ins PVA gepackt, weil es einfach bequemer ist und gut ist. Hat aber wie gesagt die gleiche Wirkung, funkt genauso. Und ja, ich gucke jetzt, was geht. Erster Eindruck war schon ganz gut. Direkt in den Morgenstunden angefüttert haben. Die Köder sind draußen. Und dann eben gucken, was da im Detail geht. Jetzt gucken wir gerade nochmal eben hier rein. So sieht das gesamte Setup aus. Also auch gar nicht so ganz
doch, also es ist schon groß. Es ist schon groß. Mit einem 1-0er Haken. Normalerweise bin ich bei Büffelfischen auch gerne mit einem 1er Haken unterwegs. Wenn man das vergleicht mit den großen Karpfen, da ist man auch gerne mit einem 1er unterwegs. Und auch da ballern eben die Trophies rein mit 20 und 25 Kilo. Und der hier, der ist ja mit 15 Kilo schon gut dabei. Und da reicht dann eben auch ja eigentlich der 1er Haken. Aber ich wollte es hier auch ein bisschen übertreiben, in der Hoffnung, dass wenn dann tatsächlich hier der schwarze Büffelfisch dabei ist und irgendwann reinballert, vielleicht tatsächlich auch der schwarze Büffelfisch groß genug ist für eine Trophy. Das wäre natürlich der Oberhammer, wenn man ihn denn dann noch fängt, dass er dann, wie gesagt, auch groß genug ist. Und ich glaube, ich ändere jetzt mal hier bei der ersten Route, ändern wir mal ein bisschen was ab. Also die Frequenz, sensationell jetzt hier, die 6 Minuten und wir haben 10 Fische schon dabei. Sieht also richtig gut aus und wir machen jetzt hier einmal beim Kaviar die 18er Pellets drauf. 18 und 16, das heißt, wir gehen quasi jetzt eine Nummer einfach nur größer. Zack, wieder raus damit und jetzt in der Hoffnung, dass da eben auch noch ein bisschen was Größeres reingeht. Denn so diese 1 Kilo Dinger hier, die will man ja nicht, ne? 2 Kilo, ja. Also so richtig. Wir gucken gleich natürlich nochmal rein, was das bringt, was das silbermäßig bringt. Lohnt sich das denn? Lohnen sich denn diese kleinen? Wenn die von der Kohle okay sind und die Frequenz bleibt so, dann kann man das durchziehen. Aber ich meine, die brauchen auch wieder eine gewisse Größe, um attraktiv zu werden vom Silber. Und so richtig als ultimativen Silberfisch habe ich den Büffel halt einfach nicht auf dem Schirm, ne? Also Büffelfischangeln ist eh für mich so wenig sexy. Ich meine, wenn das jetzt so läuft, wenn die Frequenz da ist, dann gerne, dann Attacke. Guck mal, hier gerade ausgeworfen und sofort einen Biss. Hoffentlich geht er jetzt ein bisschen größer rein. Da war jetzt gerade eben noch 2,5 Kilo. Genau, der letzte. Und wenn da jetzt gleich direkt noch ein bisschen was Größeres reingeht, wäre das doch schon mal ganz gut und ein guter Hinweis darauf, dass man vielleicht mit so ein bisschen größerer, also Haken und Boilie-Kombination, vielleicht doch nochmal ein bisschen die dickeren Brocken ranlocken kann. Auch eine Möglichkeit, dickere Brocken anzulocken. Wir gucken gerade nochmal eben ins PVA rein. Futtermische, PVA, Kaviar, Büffel, hier ist es, 6-mal erst ausgeworfen, also 12 Kugeln Futtermische sind drin. Und das hier ist die Kombination, hatte ich ja gerade schon gezeigt. Eine Möglichkeit, um zu sagen, okay, ich will hier weniger die kleinen, ich will mehr die großen. Wir lassen hier die 5er Feed Pellets weg und dann gehen wir rein und schreddern uns bei der Futtermische einfach hier nochmal den Kaviar. Da reichen dann hier die günstigen, ne, davon die 10er, die Größe, einmal anfertigen, zapp, 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 zapp. Und dann kommt das eben so in die Futtermische mit rein. Dadurch haben wir deutlich größere Partikel und locken mit der Futtermische nochmal größere Brocken an. Also, wenn man da wirklich auf die Großen aus ist, ich denke, ich werde auch später nochmal eine Futtermische machen. Damit jetzt am Anfang hier zum Testen vom Spot finde ich es gar nicht verkehrt, erstmal zu gucken, wie ist die Frequenz, sind die Fische da? Und es scheint ja tatsächlich, dass da was geht. Wobei hier war gerade schon viel Biss, hier hat es die ganze Zeit gebimmelt und jetzt auf einmal hat es dann wieder aufgehört. Und es geht weiter auf der Kombi, die immer noch klein unterwegs ist, ne? Also, da müssen wir gucken. Aber letzten Endes ist es gar nicht so schlecht. Also, wenn ich jetzt hier ein bisschen Frequenz habe, dann ist das Büffelfischangeln auch, ja, doch eigentlich ganz spaßig. Gucken wir mal. Hier ist auch noch alles dran. 18 und 16, ja, immer noch die gleiche Kombi. Andere Möglichkeit, einfach beides zu vermischen. Zwei Köderkombis schwirren ja gerade rum. Einmal mit Krill, einmal mit Kaviar und vielleicht einfach beides kombinieren und dementsprechend auch das Futter kombinieren, Krill und Kaviar. Auch nochmal eine Möglichkeit, auch nochmal durchaus eine Chance, dass da was reingeht, wenn man das einfach wild kombiniert. Ich bin im Moment erstmal so, wie es ist, ganz zufrieden. Jawohl. Da ist jetzt ein bisschen was Größeres. Ja, aber auch noch nicht so richtig, ne?
knappe 5 Kilo ist noch nicht der Burner. Aber die Frequenz ist einfach richtig gut. Also das muss man wirklich sagen. Auf diesen kleinen Boilies läuft das. Haben wir den Spot eigentlich schon? Wir haben den Spot noch gar nicht. Mensch doch, sag doch was. Hier, wer es noch nicht erkannt hat, das ist er hier. Der äußerste Schniepi von der Homebase. Also, wenn man hier startet, einfach um den See herum. Hier ist ja auch eine klassische Stelle für Büffelfisch. Immer in Richtung des 4-Meter-Lochs. Soll, glaube ich, auch gerade immer noch funktionieren. Habe ich auch gesehen im Discord. Also, gibt es auch wieder die Stelle, die funktioniert. Direkt an diesen Seerosen. Aber heute hier einfach noch ein Stückchen weiter gelaufen. An den letzten Schniepi. Eine ganz, ganz klassische Stelle an der Achthuber, die immer wieder richtig gut funktioniert. Ob das hier ist, in diesem Bereich mit treiben lassen, mit Marmorfischen und so weiter, Marmorkarpfen. Oder ob das hier in dem Bereich ist mit Hechten und so weiter und so weiter. Also hier gibt es immer mal wieder ganz viele Möglichkeiten, um hier die verschiedensten Brocken an der Achthuber zu testen und zu suchen. Ja, man merkt deutlich, die Frequenz geht runter. Gerade jetzt hier mit den größeren Ködern geht es steil nach unten. Aber ich hoffe immer noch, dass da was reingeht. Und eigentlich bin ich ganz zufrieden. Ich lasse das jetzt einfach so ein bisschen chillig. Warte jetzt einfach noch ein bisschen ab. Und ich würde sagen, ich blende gleich nochmal eben hier ein, was das Ganze denn so gebracht hat. Nach 10 Minuten Angeln auf Büffelfisch. 10 Minuten einfach nur auf hohe Frequenz. Und was so ein 2,5er Büffelfisch bringt und was so ein 5 Kilo Büffelfisch bringt. Und ich glaube, dann haben wir sämtliche Infos, die irgendwie wichtig sind. Dann hat man schon mal einen guten Schnitt, ob sich das lohnt oder nicht. Was ist der größte? Mal eben kurz nach Gewicht sortieren. 10 Kilo Büffelfisch, den hauen wir auch noch mit rein. Und dann haben wir hier sämtliche Infos und als nächstes fehlt eigentlich nur noch die Trophy, aber die fängst du, denn ich habe die Trophy schon. Von daher, zieh raus die Brocken. Schön Sitzfleisch ein bisschen beweisen, rausziehen, durchziehen hier auf den Büffelfisch. Toi, 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 wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Jeden Tag live auf Twitch, jeden Tag um 19 Uhr und jeden Tag genauso zur gleichen Zeit live auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags wird da durchgezogen mit Russian Fishing 4. Und an den anderen Tagen machen wir ein bisschen Angeln und danach noch was Entspanntes anderes. Bis dahin, Petri.